Auch wenn es unglaublich klingt, bisher sind gerade einmal 5% des Meeresbodens erforscht. Tief unter Wasser gibt es also auch heute noch immer wieder faszinierende und unfassbare Dinge zu entdecken. In diesem Video zeigen wir euch daher die heftigsten Unterwasserentdeckungen aller Zeiten. Mit dabei sind unter anderem unerklärliche Phänomene, eine echte versunkene Stadt wie Atlantis und einer der wertvollsten Schätze der Welt. Es wird also spannend, geheimnisvoll und unheimlich, deshalb bleibt dran hier bei Wissenswert. Wir starten unser Video mit einem Fund, von dem wohl jeder Taucher träumt, nämlich einem echten versunkenen Schatzschiff. Aber nicht mit irgendeinem. Tatsächlich entdeckte der Schatzsucher Mel Fisher vor der Küste Kaliforniens im Jahr 1985 nämlich ein Wrack mit dem bisher größten Goldschatz aller Zeiten. Mel Fisher fing schon im Alter von 11 Jahren mit dem Tauchen an und träumte immer davon, einmal auf einen spektakulären Schatz zu stoßen. Später wurde er dann sogar professioneller Schatzsucher und die Story des 1622 gesunkenen spanischen Segelschiffs Nuestra Señora de Atocha ließ ihn nie los. Denn tatsächlich, so hieß es in der Legende, soll dieses Schiff mit einem unfassbar riesigen Gold- und Silberschatz während eines Hurricanes versunken sein. Also suchte Mel Fisher es ganze 16 Jahre lang in unzähligen Tauchgängen und als er das Wrack schließlich entdeckte, wurde klar, dass sich seine Mühen ausgezahlt hatten. Neben gut erhaltenen Gegenständen wie Kanonen fand er hier nämlich auch Gold und Silber im Wert von unfassbaren 450 Millionen Euro. Weiter geht es mit einer heftigen Unterwasserentdeckung, die an eine bekannte Sage erinnert. Ihr kennt sicher alle die Geschichte vom sagenumwobenen Atlantis, einem Inselreich, das angeblich vor tausenden Jahren im Meer versank und bis heute nicht wiederentdeckt wurde. Ob Atlantis wirklich jemals existierte, ist noch nicht geklärt. Tatsächlich gibt es mit Herakleion in Ägypten aber eine andere Stadt, die im 8. Jahrhundert im Meer versank und dann für Ewigkeiten in Vergessenheit geriet, bis sie schließlich im Jahr 2000 wieder gefunden wurde. Herakleion war ab 550 vor Christus die Stadt mit dem wichtigsten Seehafen Ägyptens und ging später durch ein Erdbeben im Meer unter. Als die Stadt dann vor 23 Jahren, etwa 6,5 Kilometer von der heutigen Küste entfernt, unter Wasser wiedergefunden wurde, bot sich den Archäologen ein wahrhaft spektakulärer Anblick. Tatsächlich fanden sie hier nämlich nicht nur Ruinen, sondern unter anderem auch einen riesigen Tempel und sogar kolossale Statuen, die vor Jahrtausenden als Wächter vor der Tempelanlage standen. Außerdem entdeckten die Forscher große Steintafeln, deren Inschriften viele Rätsel aus längst vergangenen Zeiten klärten. Bis heute ist der Fund von Herakleion somit eine der größten archäologischen Entdeckungen aller Zeiten. Kommen wir nun zu einem anderen heftigen Fund im Meer, der wohl niemals hätte entdeckt werden sollen. Aber der Reihe nach. In diesem Jahr wurden mitten im Meer vor Neuseeland Dutzende mysteriöse Pakete gefunden, die alle miteinander verbunden waren. Als die Polizei dem Rätsel auf den Grund ging, konnten sie ihren Augen kaum trauen. Denn tatsächlich waren alle Pakete randvoll mit einem weißen Pulver gepackt, welches als Rauschmittel benutzt wird. Nachdem die Beamten alle Pakete aus dem Meer gefischt und untersucht hatten, stellte sich dann heraus, dass es sich hierbei tatsächlich mit weitem Abstand um den größten Rauschmittelfund handelte, den es in Neuseeland jemals gab. Die insgesamt 3 Tonnen der illegalen Substanz haben auf dem Schwarzmarkt nämlich einen Wert von unglaublichen 300 Millionen Euro. Wie genau die Pakete ins Meer gelangt sind, konnte bisher übrigens nicht geklärt werden. Es wird vermutet, dass sie eigentlich von einem Schmugglerschiff abgeholt werden und dann in andere Länder weitergeleitet werden sollten. Der nächste Unterwasserfund ist zwar nicht illegal, dafür aber mehr als unheimlich. Im US-amerikanischen Minnesota machten Taucher in einem See in über 35 Metern Tiefe vor einigen Jahren nämlich eine Entdeckung, die ihnen fast einen Herzinfarkt beschert haben dürfte. Denn als sie mit Sauerstoffflaschen tief bis auf den Grund tauchten, erschien vor ihnen im trüben Wasser plötzlich Jason Voorhees, der Killer mit der Hockeymaske aus der berühmten Filmreihe Freitag der 13.
Wie sich später herausstellte, hatte ein anderer Taucher namens Zachary Nagy sich einen Scherz erlaubt und im Jahr 2018 eine lebensgroße und äußerst realistisch aussehende Jason-Statue, genau wie in einer Szene der Filmreihe übrigens, am Seegrund festgekettet. Seit der Entdeckung ist die makabere Statue übrigens eine beliebte Attraktion bei Tauchern und in der ganzen Region bekannt. Dass es viele Schiffwracks unter Wasser zu entdecken gibt, ist erstmal keine spektakuläre Neuigkeit. Schließlich sind allein im Zweiten Weltkrieg unzählige Schiffe untergegangen. Der Wrackfund, den wir euch jetzt präsentieren, ist aber echt heftig. Denn im Jahr 2018 entdeckten Forscher in 2000 Metern Tiefe im Schwarzen Meer tatsächlich das älteste intakte Schiffswrack der Welt. Normalerweise zersetzen sich Schiffwracks unter Wasser nämlich nach einer gewissen Zeit. Hier wurde aber ein wirklich gut erhaltenes griechisches Handelsschiff gefunden, was etwa 400 vor Christus und damit vor unglaublichen 2400 Jahren gesunken ist. Dass das Schiff Jahrtausende nahezu unbeschadet am Meeresgrund überdauern konnte, liegt daran, dass es im Schwarzen Meer in der Tiefe kaum Sauerstoff gibt und das Holz daher nicht zerfällt. Und so war bei dem Handelsschiff fast noch alles gut erhalten, vom Mast über die Ruderbänke bis hin zum Steuer und Rumpf. Weiter geht es mit einer mysteriösen Unterwasserentdeckung in der Schweiz, genauer gesagt im Bodensee. Im Jahr 2019 machten Taucher hier nämlich einen Fund, der bis heute Rätsel aufgibt. In etwa 4,5 Metern Tiefe in Ufernähe entdeckten sie nämlich insgesamt 170 Steinhügel, die sich in regelmäßigen Abständen zueinander befinden und jeweils einen Durchmesser zwischen 15 und 30 Metern haben. Schnell wurde klar, dass die Steinformationen von Menschen angelegt wurden. Forscher, die das mittlerweile auch als Stonehenge vom Bodensee bekannte Phänomen untersuchten, konnten jedoch nicht herausfinden, wer diese Hügel angelegt hatte, wann sie gebaut wurden und vor allem warum. Archäologen gehen aktuell davon aus, dass die Steinhügel aus der Bronzezeit rund 1000 vor Christus stammen. Zu dieser Zeit war der Wasserstand an der Fundstelle noch nicht so hoch wie heute, sodass die Menschen damals die Steinformation in etwa bauchnabeltiefem Wasser angelegt haben müssten. Mittlerweile gibt es auch verschiedene Theorien dazu, wozu die Steinhügel früher gedient haben könnten. Möglich wäre beispielsweise, dass sie als Transportwege dienten. Eine andere Theorie besagt, dass sie Teile einer Wehranlage sind. Andere Forscher vermuten wiederum, dass die Steinhügel Denkmäler für Verstorbene sein könnten. Aber was glaubt ihr, was es mit diesem kuriosen Fund auf sich hat? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Machen wir weiter mit einem religiösen Fund. Die Jungfrau Maria erscheint gläubigen Christen immer wieder unverhofft. Einer Frau ist ihr Antlitz sogar schon einmal auf einem Käsetoast erschienen, welches später für unglaubliche 28.000 US-Dollar versteigert wurde. Im Jahr 2017 entdeckten zwei argentinische Taucher aber völlig überraschend auf dem Grund des Indischen Ozeans eine Statue der Jungfrau Maria, die dort völlig unbeschädigt stand. Dass sie von einem Schiff gefallen war, glaubten die Männer nicht, denn dabei wäre die Statue sicher beschädigt worden oder würde zumindest nicht stehen. Und noch etwas war seltsam. An den Füßen der Marienstatue lagen nämlich Rosenblätter, die laut den Gesetzen der Physik eigentlich hätten wegschwimmen müssen. Für die Männer stand fest, dass sie ein Wunder entdeckt hatten und so küssten sie die Statue und beteten zu ihr. Weitaus weniger mysteriös, aber dafür faszinierend anzuschauen, ist diese Ansammlung von Menschenstatuen auf dem Meeresgrund. Im Gegensatz zur Marienstatue, für die es bis heute keine Erklärung gibt, wurden diese nämlich absichtlich als Bestandteil eines Unterwassermuseums versenkt. Das Museo Subacuático de Arte vor der Küste von Mexiko ist tatsächlich das berühmteste Unterwassermuseum der Welt und enthält insgesamt rund 500 lebensgroße Skulpturen, die sich in einer Wassertiefe von etwa 2,5 bis 6 Metern befinden und so teils sogar von Schnorchlern besichtigt werden können. Die Skulpturen bieten aber nicht nur etwas fürs Auge, sondern erfüllen gleichzeitig auch noch einen guten Zweck. Sie bestehen nämlich aus Materialien, die das Korallenwachstum fördern. Und während Korallenriffe fast überall leider immer weniger werden, entstehen so hier mit der Zeit neue. Wenn euch dieses Video gefallen hat, solltet ihr euch auch unbedingt unser Video zu 10 historischen Funden, die bis heute keiner erklären kann, anschauen. Ansonsten abonniert Wissenswert für mehr, liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.